Einen wunderschönen guten Tag, liebe XD-Zuschauer. Ihr habt es mal wieder zu einer Reaction geschafft. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten. Wenn nicht, bin ich tiefen... Wie GSX. Zutiefst enttäuscht. Und heute gucken wir ein Video vom guten Lenificate. Denn er hat ein Video zur Thematik gemacht. Werden Spiele zu groß? Wie mein... Ach, egal. Freunde, wir starten rein. Liebe XD-Zuschauer, kommt nicht auf Twitch vorbei. Let's go. Videospiele haben sich schon immer weiterentwickelt. Sie wurden schöner, realistischer, aufwendiger, kreativer und auch größer. Vor allem Open-World-Games wie The Elder Scrolls oder GTA machten riesige Sprünge in Sachen Map-Umfang und Begehbarkeit der Spielwelt. Inzwischen versuchen sich immer mehr Entwickler in dem Genre und wollen den Spielern mit jedem neuen Release noch mehr endlose Weiten und grenzenlose Welten bieten als beim letzten Mal. Dafür brechen manche von ihnen sogar mit jahrealten Traditionen und strecken ihre vorher noch linearen, levelbasierten Franchises auf Teufel komm raus auf eine Open World. Ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch oder diskutabel, ob man jetzt hier Elden Ring einblendet, weil ich glaube, Elden Ring ist ein Spiel, welches das weitestgehend sehr, sehr gut geschafft hat. Und er hat es aber halt ein bisschen so kommentiert, als ob es was Schlechtes wäre. Aber ja, natürlich. Ne? Also zusammengefasst, ein Open-World-Trend ist definitiv erkennbar. In allen Ecken und Enden. Egal, ob es gut gemeint war oder nicht. Ne? Und das ist ein riesiges Problem in meinen Augen. Brauchen wir wirklich noch größere Spielwelten? Ist es das, was Videospiele besser macht? Und kann eine Franchise wirklich erst zur Höchstform auflaufen? Was ist das für ein Spiel? Ist das Assassin's Creed? Also ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Und warum ist die Grafik so scheiße? Ich schaue auf voller Qualität. Ich weiß nicht, was das für ein Game ist, aber es sieht so unglaublich belanglos aus. Assassin's Creed, Digga. Ich hätte es mir denken können. Wenn es Open World ist? Versteht mich nicht falsch. Ich habe absolut nichts gegen Open-World-Spiele. Ich finde, sie bieten die Möglichkeit, komplexe Storys gut zu verpacken, Charaktere sich entwickeln zu lassen und eine Welt und ihre Geheimnisse zu erforschen. Ich liebe es manchmal, einfach ziellos herumzurennen und mir alles anzuschauen, hier und da vielleicht ein paar Secrets mitzunehmen, an denen ich vorbeigelaufen wäre, und lasse mich furchtbar gerne auf das Storytelling ein. Außerdem liefern Open-World-Games logischerweise auch mehr. Hat er gerade gesagt, er lässt sich bei Open-World-Games auf Storytelling ein? Ist das nicht genau, das immer das große, der große Kritikpunkt, der Open Worlds vorgeworfen wird? Dass sie eben auf Story scheißen und alles versuchen auf Open Worlds zu machen? Und warum blendet er Bloodborne ein? Mehr Spielzeit und damit ein längeres Abenteuer mit mehr Quests, mehr zu tun und noch mehr zu erkunden. Diese Games können ein Spielerlebnis bieten wie kein anderes. Können. Im Optimalfall. Denn das ist gleichzeitig auch der größte Nachteil an so großen Spielen. Mehr Platz bedeutet eben nicht nur mehr Platz für Gutes, sondern auch mehr Platz für Risiken, den Karren vor die Wand zu fahren. Das ist richtig. Open Worlds sind ein großes Risiko, da gebe ich ihm recht. Quantität ist nicht gleich Qualität. Schwierig wird es vor allem dann, wenn die Größe eines Spiels sein einziges Verkaufsargument ist. Ihr seht es jetzt gerade nicht ganz, aber warum blendet der Bray Kingdom Come Deliverance bei Größe ist das einzige Verkaufsargument ein? Also ich will jetzt, ich habe das Game nicht gespielt, ich glaube der zweite Teil ist auch noch gar nicht released, aber gerade Kingdom Come Deliverance ist doch mit als eines der besten Open World RPGs aller Zeiten gelobt worden. Also Kingdom Come Deliverance 1 ist mit eines der beliebtesten Spiele, wenn es um Mittelalter RPGs geht. Und der zweite Teil, der wurde, glaube ich, auf der Gamescom vorgestellt, der wurde, glaube ich, in höchsten Tönen gelobt, was das für ein unfassbar gutes Spiel wird. Jetzt ist meine Cam weg. Da ist sie wieder. Größer als der ohnehin schon riesige Vorgänger. Noch mehr Spielwelt zu begehen. Unsere Map ist 30 mal größer als China. Na toll. Juckt mich nur leider nicht, wenn das alles ist, was euer Spiel zu bieten hat. Das stimmt tatsächlich. Also, das Marketinginstrument Open World oder Größe der Map ist mir auch vollkommen egal. Die Negativbeispiele hierfür häufen sich. Starfield, Fallout 76, Kingdom Come Deliverance, what? What? Hä, warum hatet der Bray Kingdom Come so? Das ist doch mit eines der... Das ist doch... Ich dachte, das wäre eines der beliebtesten Spiele, wenn es um Mittelalter... Bruder, okay. Watch Dogs Legion, Redfall... Richtig, die Größe ist nicht alles.
Wir brauchen die Technik. Alles Games, die nahezu ausschließlich nur mit ihrer Größe geworben. Und die Spieler durch langweilige Story. Ich werbe auf Tinder auch immer nur mit meiner Größe. Wie ausgelutschtes Gameplay, technische Totalausfälle, fehlende Features und nicht gehaltene Versprechen enttäuscht haben. No Man's Sky ist eines der traurigsten Beispiele für dieses Problem. Die Versprechen, die Entwickler Hello Games den Fans gaben, waren astronomisch hoch. Ein riesiges Universum von Map, welches sich prozedural generiert. Eine Welt, die sich selbst baut. Mehr Planeten zu erkunden, als man zählen kann. Tja, und was war am Ende? Pleite. Ein Release, der mit dem Wort Katastrophe... Hä, echt jetzt? Ich dachte, No Man's Sky hätte sich gerettet. Bro, der Typ erzählt Sachen, wo ich immer genau das Gegenteil im Kopf habe. Ich dachte, No Man's Sky hätten das Spiel ewig lang noch im Nachhinein richtig gepatcht. Allein nicht zu beschreiben war. Die Entwicklung lief desaströs, man munkelte über Privatvermögen der Entwickler, das genutzt werden musste. Der Launch war nicht gut, das stimmt. Und die Fans waren mehr als nur sauer. No Man's Sky hat sich mittlerweile von einem Flug auf die Schnauze erholt und die Bewertungen sind überwiegend positiv. Okay, aber okay. Der Schaden war da und die Narbe bleibt. That's gonna leave a mark. Gerade die AAA-Spielebranche entwickelt sich in eine meiner Meinung nach vollkommen verkorkste Richtung nach dem... Aber ich finde es super, wenn er Assassin's Creed einblendet. Nein, ich will natürlich nicht auf Assassin's Creed rumtreten. Also ich weiß, dass das Franchise sehr, sehr viele Fans hat und dass Assassin's Creed mittlerweile eine ähnliche Fanbase wie Paper Mario hat. Was ich damit meine, ist, dass sich halt das Game innerhalb seines Franchises irgendwann einfach massiv geändert hat. Ne, von so einem recht linear erzählten Story-Spiel zu einem Open-World-Ubisoft-Horror-Game. So im Sinne von Questmarker und Map-Punkte abarbeiten. Wodurch es halt Leute gibt, die jetzt die neueren Games mögen, wodurch es Leute gibt, die die älteren Games mögen und die bekriegen sich gegenseitig, je nachdem, was besser ist. Das ist ja genau das, was bei Paper Mario auch passiert. Ich muss halt einfach für mich persönlich sagen, Assassin's Creed hat mich halt so gar nicht abgeholt. Also auf keiner Ebene. Der so niemand gefragt hat, bei der an völlig falschen Ecken gespart und in andere viel zu viel investiert wird. Niemand saß vor 15 Jahren vor seiner Playstation und dachte sich, Mensch, Assassin's Creed wäre so ein tolles Spiel, wäre es nicht so mickrig klein. Was würde ich für ein überladenes, viel zu langes, meine Festplatte frittierendes Game tun? Die Größe des Spiels mutiert immer mehr zu einem absurden Schwanzvergleich unter Publishern, wobei die Punkte, auf die es viel eher ankommt, völlig auf der Strecke bleiben. Und das ist ja das Krasse. Das ist ja das Krasse, dass Nintendo sich trotz all dieser Trends seit Ewigkeiten dagegen wehrt und immer noch ihren eigenen Weg geht. Ihr eigener Weg ist nicht immer der richtige. Über TOTK und BOTW kann man sich streiten, aber ich finde, Nintendo ist definitiv eines der Beispiele, die es geschafft haben, eine Open World richtig gut hinzubekommen. Auch BOTW und TOTK haben ihre Probleme. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber dennoch ist Nintendo eine Firma, die immer noch sich vorrangig auf Spielspaß konzentriert und erst dann auf so Sachen wie Größe des Spiels, Marketingstrategie etc. konzentriert. Fesselndes Storypacing. Und, ja richtig, Queenbird, das stimmt, Nintendo hat den Open-World-Trend ja erst richtig losgetreten mit BOTW. Natürlich waren Open-Worlds auch schon davor da, so siehe Far Cry oder Assassin's Creed, was auch immer. Aber der richtig krasse Open-World-Hype, der ist erst mit BOTW losgegangen. Innovative Spielmechaniken, unterhaltsame Quests, belohnende Kampfsysteme. Ich will all das nicht unbedingt als Seltenheit bezeichnen, aber es ist eindeutig, dass das nicht mehr im Fokus der Entwickler steht, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, diese riesigen Landschaften zu füllen. Sicher ist das nur meine persönliche Ansicht, aber für mich ist es ein absolutes Anti-Argument, ein Spiel zu kaufen, wenn ich nur höre, wie viele unzählige Spielstunden man allein... Ja. Spielstunden schrecken mich auch eher ab. Wie gesagt, ich würde gerne Witcher spielen. Ich würde gerne Witcher 3 spielen. Ich würde gerne Red Dead Redemption 2 ausprobieren. Ich würde gerne Skyrim zu 100% spielen. Aber ich habe die Zeit nicht. Auch wenn das ironisch klingt, als Streamer, dessen Job es ist, Videospiele zu spielen. Aber ich habe die Zeit nicht. Und wenn ein Spiel mehr als, sagen wir mal, 30 Spielstunden hat, 20 bis 30 Spielstunden, dann bin ich so, okay, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, egal wie gut es ist. Es ist mir zu umfangreich. Für die Hauptquest braucht. Ich fühle mich davon viel eher überfordert, als dass ich überhaupt erst anfangen will.
Aber dass Games immer größer werden, bringt noch viel mehr Probleme mit sich als... Das ist true, ImpiKid. Ich habe natürlich immer noch die Content-Creator-Brille auf. Dass sie einfach nur schlecht und langweilig werden könnten. Derzeit sind wir eigentlich überhaupt nicht in der Verfassung dazu, uns zu erlauben, Games immer aufwendiger werden zu lassen. Denn je größer ein Spiel, desto größer ist das Spiel. Je umfangreicher die Spiele werden, desto mehr Speicherplatz fressen sie, desto performancelastiger werden sie und desto mehr müsst ihr eure Hardware aufrüsten. Und in einer Zeit, in der wir alle weniger Geld zur Verfügung haben, gilt es beinahe als Privileg, sich die neuesten Titel mittlerweile überhaupt noch leisten zu können. Bis zu einem gewissen Punkt kann das dem Markt egal sein, aber irgendwann ist dieser Punkt auch ausgereizt und die Kunden werden zwangsläufig weniger, weil es sich einfach keiner mehr leisten kann. Und das kann nicht im Interesse von Publishern sein. Es ist mir übrigens wichtig zu betonen, dass ich hier ausschließlich die Publisher für diese Zustände blame. Die Entwickler selbst können am wenigsten dafür und würden selbst viel lieber mehr Zeit und Liebe in ihre Projekte stecken, aber die sind auch eben nur Geiseln des kaputten Systems hinter der... Oh, die Entwickler sind Geiseln des kaputten Systems! Freunde, wir müssen uns auflehnen gegen das Patriarchat! Gegen die da oben! Zieht eure Aluhüte auf, Freunde! Wir müssen kämpfen! Branche, als kleiner Disclaimer zwischendrin. Die haben nämlich für mehr Arbeit stellenweise nicht mal mehr genügend Zeit, ihre Games richtig aufzuräumen, was dazu führt, dass Spiele teils unnötig viel Speicherplatz fressen. Call of Duty. Aber ist es im Jahre 2024 wirklich noch relevant, über Speicherplatz zu reden? Also wir leben in einer Zeit, in der du eine 2 Terabyte Festplatte für 50 Euro gefühlt kaufen kannst. Also ist Speicherplatz wirklich noch ein Thema heutzutage? Absolut, wirklich? Ich weiß nicht, also ich produziere Videos. Ich produziere Datenmüll en masse. Jede Aufnahme von mir hat irgendwas mit 50 bis 100 Gigabyte. Also und ich habe nur ab und zu das Problem, dass meine 2 Terabyte Cloud ab und zu voll ist, wenn ich seit 2 Monaten meine alten Stream-Aufzeichnungen nicht mehr aufräume. Keine Ahnung, vielleicht spiele ich da nicht die passenden Spiele für oder so, aber ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, damn, ich habe zu wenig Speicherplatz. Zum Beispiel kam mit 300 Gigabyte auf den Markt und alle Welt fragt sich, wieso eine Menge zustande kommt. Klar, wenn ihr die richtigen Leute fragt, sagen die euch sowas wie: Wir achten stets auf ein hyperrealistisches Spielerlebnis mit Spitzengrafik und Top-Animationen. Aber das ist Bullshit. Die Entwickler hatten einfach nicht genügend Zeit, ihren Code aufzuräumen und das Spiel zu optimieren, weshalb es zugefühlt... Ja, also 300 Gigabyte sind wirklich frech. Das muss man jetzt an der Stelle... Also ein 300 Gigabyte Spiel ist nicht gerechtfertigt. ...Prozent aus überflüssigem Datenmüll besteht, welchen eure Festplatte unnötigerweise ertragen muss. Cyberpunk, ein Actual Open World Titel mit hyperrealistischer Grafik, kam auch mit einem Drittel der Größe aus und schaffte es sogar nach dem ersten Patch, sich nochmal um 10 bis 20 GB zu komprimieren. Dass Warzone allein 125 GB, also zweimal Cyberpunk, frisst, ja, das ist gottlos. Den Punkt gebe ich Lenny zu 1000%, das ist einfach dumm. Sollte euch zu denken geben. Mehr Gigabyte bedeutet nicht automatisch ein geileres Spiel. Aber wer weiß, vielleicht findet die junge Zielgruppe das ja sogar irgendwie cool. Ich habe keine Ahnung. Dazu müsst ihr beachten... Ja, also redet wirklich jemand über Festplattenspeicher? Also ich finde, er versteift sich jetzt in seinem Video gerade sehr auf die Datengröße eines Spiels und weniger auf den Umfang oder die Größe der Open World. Und vielleicht bin ich doch einfach der falsche Dude für, ne? Also, ich spiele zum Beispiel kein Call of Duty oder kein Cyberpunk. Ich glaube, das größte Spiel auf meiner Festplatte ist Fortnite mit 70 Gigabyte. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn Fortnite? Ich habe keine Ahnung. Und also, ich meine, man spielt doch selten mehr als 4 oder 5 Spiele parallel aktiv, oder? Und wenn ich einfach merke, okay, ich zocke ein Game gerade nicht, dann deinstalliere ich es halt, oder? Achten, dass das nicht nur ein massiver Brocken ist, der eure Festplatte mietfrei besetzt. Diesen Brocken müsst ihr außerdem erst einmal herunterladen. Mit dem Aussterben physischer Games, weil keine Blu-ray allein ausreicht, um weit über 100 Gigabyte... Aber viele Games haben mittlerweile Preload. ...weit Content zu speichern, dominiert seit einiger Zeit schon der digitale Download den Spielemarkt. Je größer die Games werden, je mehr Speicher sie besetzen, desto größer werden natürlich auch die Downloads. Und desto länger benötigt ihr, je nach Geschwindigkeit, ehe ihr endlich loslegen könnt. Vodafone-Kunden hassen das.
Plötzlich wirkt der Terabyte SSD-Schriftzug auf der PS5 gar nicht mehr so luxuriös, wenn sie nur noch gerade so für 4 bis 5 Spiele reicht, für die ihr potenziell mehrere Tage einen Download-Balken anglotzen müsst, oder? Es sei denn, ihr seid unheimlich große Bruder. Einfach, das ist einfach eine Real-Life-Aufnahme der Nintendo Switch, wenn sie die Xbox One und die PlayStation 5 sieht. Meckenrenn-Fans, dann kommt ihr vielleicht sogar noch auf eure Kosten. Halten wir also fest, riesige Games sind häufig überfordernd, laufen Gefahr, schlecht zu werden durch den Fokus auf Größe allein, fressen oft unnötig viel Speicherplatz, werden immer teurer in der Entwicklung und für den Endverbraucher und ruinieren öfter durch daraus resultierende Verkaufsflops ganze Firmen und Arbeitsplätze. Das stimmt. Natürlich, je finanziell aufgeblasener ein Spiel ist, desto höher natürlich auch die Fallhöhe. Na, wenn du natürlich einen riesen Brocken an Finanzbatzen mit dir rumschleppst während der Entwicklung und dein Spiel wird dann kein AAA-Banger, dann ist natürlich die Insolvenz sehr nah. Das stimmt. Die Fallhöhe steigt massiv. Was tun? Hier gibt es mehrere Ansätze, was man in Zukunft anders machen könnte. Der einfachste ist, einfach keine so großen Spiele mehr entwickeln. Es braucht nicht jedes Mal eine Steigerung, um gut zu werden. Ja. Es ist okay, dass physische Wachstum stagniert. Spiele mit circa 10 bis 15 Stunden Spielzeit. Geil. Zu lassen oder sogar etwas kleiner zu werden und sich dafür umso mehr auf andere Qualitäten zu konzentrieren. Außerdem brauchen die Entwickler mehr Zeit zum Komprimieren und Optimieren ihrer Games, um die Datenmenge möglichst gering zu halten. Man kann sehr wohl ein Open World... Um an der Stelle auch wieder Astrobot zu erwähnen. Astrobot hatte einfach eine gottgleiche Größe. Wahnsinn! Astrobot hatte genau die Größe, die ich mir von dem Videospiel erhoffe. Meisterwerk in weniger als 100 GB unterbringen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Denn es gibt Positivbeispiele wie Ghost of Tsushima zum Beispiel, einem der schönsten Spiele der letzten Jahre, wie ich finde, welches so technisch ausgereift war, dass sie die Ladezeit... Ja, aber es ist halt ein Anime-Spiel, ne? An der Stelle... Ich troll nur, Chat. Ich troll nur. ...künstlich verlängern mussten, weil man die Tipps darin sonst nicht vernünftig hätte lesen können. Was zum Henker? Es ist beinahe schade, dass sie die Tipps nicht einfach anders untergebracht haben. Ich hätte schon gerne gesehen, wie schnell die Ladescreens wirklich sind. Vor allem, wer liest die wirklich? Eine andere Idee wäre, wenn Spiele ohnehin schon größer und nur noch digital verkauft werden, eine HD- und eine 4K-Version anzubieten. Ähnlich wie bei Filmen und Serien der Fall. Ich bin sicher, das bringt einige technische neue Herausforderungen mit sich, aber würdet ihr nicht auch für 10 Euro weniger darüber nachdenken, das Spiel mit Downscale 1080p an... Würdet ihr, Chat? Also wenn ich sehen würde, ich würde für 40 Euro eine 1080p-Version kriegen und für 50 Euro eine 4K-Version, ich würde immer die teure Grafik nehmen. Immer. Anstelle von 4K-Auflösung zu kaufen, wenn ihr Zeit... Nein. Das Gefühl zu haben, ich muss Geld dafür zahlen, dass mein Spiel schön aussieht, das geht in eine ganz gefährliche Richtung. Never. Bitte mach das niemals. Du musst dann so Geld zahlen, um so Einträge im Spielmenü freizuschalten. Zahl nochmal 5 Euro mehr und du kannst die Schwierigkeit selber einstellen. Zahl nochmal einen Zehner und du kannst Untertitel kaufen. Never. Never. Und Arne, das ist tatsächlich nicht richtig. Also, natürlich 4K lohnt sich im besten Fall erst, wenn du einen 4K-Monitor hast. Aber ich bleibe dabei, auch wenn du auf einem 1080p-Monitor die Grafikeinstellung auf 4K stellst, die ja meistens nicht nur um die Auflösung gehen, sondern auch was anderes, 4K-Spiele auf 1080p-Monitoren sehen auch besser aus. Etwas Geld sparen könnt, vor allem wenn euch klar wird, dass ihr Geld... Ich rende auch zum Beispiel ja auch auf meinem Zweitkanal alle Videos in 4K raus, auch Gameboy-Spiele. Geld für etwas zahlt, das manche von euch gar nicht nutzen können? Würdet ihr Geld für ein Auto bezahlen, ohne einen Führerschein zu besitzen oder gar Auto fahren zu können? Nein? Wieso bezahlt ihr dann für teuren Dolby Surround Sound und 4K HDR Resolution, Lenny, ich verstehe deinen Ansatz, aber Qualitätsoptionen hinter Preisschildern zu verstecken, never. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Trend. Bitte nicht. Das ist genau wie das, was wir jetzt aktuell haben. Zahle 10 Euro mehr, um 3 Tage früher zu spielen. Das ist die größte Marketinglüge überhaupt. Du spielst das Spiel nicht 3 Tage früher. Das Spiel kommt einfach an dem Tag raus, wo du mehr Geld dafür bezahlt hast. Und die anderen spielen einfach 3 Tage später. Software kannst du nicht
früher spielen oder ein Early Access bekommen. In dem Moment, wo es irgendjemand hat, ist das Game veröffentlicht und alle anderen spielen es später. Auf einem Full-HD-TV mit Stereoboxen zockt. Ärgerlich, hä? Ich denke, dass die Nutzung von KI auf dem Gebiet sehr wohl hilfreich wäre und Optionen ermöglicht, die es vorher nicht gab und damit auch Spieler ins Boot holt, die vorher ausgeschlossen waren. Am Ende ist die Frage, ob Videospiele inzwischen zu groß werden, eine mit vielen Facetten und Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen eine Frage des Geschmacks, zum anderen eine der eigenen Möglichkeiten. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mehr auf den künstlerischen Aspekt der Spiele fokussieren würden, wie Bloodborne, was meiner Ansicht nach in jeder Faser seiner Existenz vor Perfektion sprießt, aber darüber... Nee jetzt, oder? Nee, hat er nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Bloodborne sprießt in jeder Faser seines Körpers vor Perfektion. Ich halt einfach mein Maul, okay? Ich halt einfach mein Maul. Darüber erzähle ich vielleicht mal etwas in einem anderen Video, wenn euch das interessiert. Große Welten haben dennoch ihre Existenzberechtigung und sollten... Also, Perfektion ist ein Wort, mit dem man vorsichtig sein sollte. Um Himmels Willen auch bitte bleiben, gerne auch größer werden, wenn es nicht... So, ich liebe auch Odyssey, sehr, aber ich würde nie sagen, dass es vor Perfektion sprießt. Das Einzige ist, womit sie überzeugen. Aber was meint ihr? Werden euch Spiele mittlerweile auch einfach zu groß oder wollt ihr sogar noch mehr? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox auf dem Weg. Spannendes Video. Ich mag es vor allem auch, wenn du nicht mit jedem Punkt in einem Video übereinstimmst, weil dann ist es halt auch sehr spannend, finde ich, mit dem Chat darüber zu reden. Und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Spannender Ansatz, gerade auch, dass dieses Speicherplatzthema für deutlich mehr Leute eine Thematik ist, war für mich auch interessant, weil ich habe nie über Speicherplatz angedacht. Wie gesagt, ich packe meine PCs eh sowieso immer mindestens 3 Terabyte Speicher rein, weil ich das sowieso für meine Videoproduktion brauche. Dass ich aber natürlich dann, weil ich Speicher für meine Videoproduktion brauche, das Problem der großen Spiele dribble, das war mir gar nicht bewusst. Wenn man natürlich als normaler Nutzer sich ein 500 GB oder ein 1 Terabyte PC holt, aber wenn dann ein Call of Duty halt schon 300 GB groß ist, klar, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Also hat mir auf jeden Fall hier auch was Neues gezeigt. Sehr cooles Video. Hat mir gut gefallen.